Ja, hallo, Peter Finger hier. Und dies ist eine Furchtgitarre. Furchtgitarren haben schon seit langem einen sehr guten Ruf. Furcht ist eine Garantie für super Verarbeitungsqualität durch ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und was ich hier in der Hand halte, ist das Modell OM32 SM. OM steht ja für Orchestra Model. Und das SM heißt Sitka-Fichte, Mahagoni und natürlich sind alle Hölzer vollmassiv. Diese Gitarre fällt auf durch einen sehr, sehr schönen, ausgeglichenen Klang. Sie ist laut, sie spricht sehr leicht an. Sie liegt auch gut in der Hand, macht Spaß zu spielen und ist relativ schlicht gebaut. Aber ich würde mal sagen, weniger ist mehr. Und wir haben es hier wirklich mit schönen Hölzern zu tun. Das Ganze gibt es in verschiedenen Halsweiten, und zwar in 43, 45 oder 48 Millimetern. Was ich hier in der Hand habe, ist eine Gitarre mit einer 43 mm Sattelbreite. Für mich ein bisschen zu wenig, aber es geht gerade noch so. Wirklich macht Spaß zu spielen und das ist ein typisches Fingerpicker-Modell, also sehr gut geeignet zum Fingerstyle-Spielen. Natürlich kann man auch mit dem Plektrum drauf spielen, aber dies ist besonders durch ihre leichte Ansprache kann man sehr leise drauf spielen. Laut drauf spielen. Sie macht alles sehr gut mit und für mich ist das bei einem Preis von 1.490 € eine klare Empfehlung. Also bei anderen bekannteren Herstellern würde diese Gitarre sicher einiges mehr kosten. Und Furch ist immer noch ein Geheimtipp. Das ist ein tschechischer Hersteller. Aber das sind super Gitarrenbauer. Also ich habe schon sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Furchtgitarren in der Hand gehabt. Klare Empfehlung. Was haben wir hier? Jetzt nochmal zu den Einzelheiten, zu den Spezifikationen. Wir haben hier, wie gesagt, eine Sitka-Fichtendecke massiv. Dann haben wir da drauf ist ein Steg aus Palisander, sowie das Griffbrett ist auch aus Palisander gemacht. Dann Boden und Zargen sind aus Honduras Mahagoni. Der Hals ist aus afrikanischem Mahagoni. Und das war es eigentlich schon. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Herringbone-Einlagen rund um den Korpus sowie ums Schalloch. Und die Kompensation passt. Die Gitarre ist wirklich bunt rein und ist ein wirklich tolles Instrument. Man kann diese Gitarre auch in anderen Spezifikationen bekommen. Und ich habe hier noch ein anderes Modell dabei. Die ist allerdings ein Einzelstück. Und ist ein bisschen teurer, ist nämlich genau 1.000 € teurer. Dafür haben wir es mit einer europäischen Fichte zu tun. Wir haben dann Perlmutt-Einlagen. Der Steg ist aus Ebenholz. Ebenso das Griffbrett. Einlagen sind auch aus Perlmutt. Und wir haben Kokobolo. Boden und Zargen, ein sehr, sehr schönes Holz. Und dazu einen Mahagoni-Hals. Dies ist ein super schönes Instrument. Ich weiß nicht, ob es das Kokobolo ist. Sie klingt wärmer, auch ein Stück lauter. Auch scheint mir, dass sie ein bisschen längeres Sustain hat. Thank you.
für mich noch angenehmer zu spielen, weil dieses Einzelstück hat eine Halsweite von 45 mm. Bei 43 mm, die ich eben in der Hand hatte, da ist es, die ist eher geeignet für ein bisschen schmalere Hände. Aber diese Gitarre hat auch eine sehr leichte Ansprache, aber ein längeres Sustain. Und wärmeren Klang, wie gesagt. Für mich ganz toll. Zum Preis von 2.490. Ein mehr als günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis bei massivem Cocobolo, das immerhin zu den teuren Hölzern gehört. Sehr angenehm zu spielen. Tolle Gitarre. Beide Gitarren sind natürlich toll, während dies, wie gesagt, ein Einzelstück ist. Die andere Gitarre kann jederzeit in der gleichen Form nachbestellt werden. Gitarren. Furcht.